das nicht so Doppelklicken oder es geht einfach los? Ja, hallo, ich bin Wilke, ich bin Redakteurin bei FICO seit Anfang 2017 und ich erzähle euch jetzt, was dieses Jahr so los war. Und ich muss sagen, Davids Präsentation stinkt voll gegen meine ab. Wollte ich nur schon mal sagen, weil ich habe eine Präsi gemacht, wie ihr seht. Und zwar sieht die aus, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, wie eine Zeitschrift, also wie so eine erste Seite von der Zeitung, ne? Seht ihr das? Voll pfiffig. Richtig cool. So viel zum Thema Dilettantismus, sag ich mal. Schau mal, dass ich hier. Also, okay, gutes Eigenlob. Ich muss das auch gekönnt sein. Ja, genau. 2017, was war so los? Also, ich erzähle so ein bisschen zu Themen, die wir so hatten, auch auf der Facebook-Seite und wozu wir Artikel geschrieben haben, wo wir uns so involviert haben und auch so ein bisschen zu, was bei FICO strukturell und personell so los war, einfach so als Einblick. Ja. Nee. Als erstes alles macht Spaß, ne? Schön. Genau, FICO am Puls der Zeit, Nein zum Polizeistaat, G20 und Dessau. Also dieses Jahr war so viel Thema Polizeigewalt. Das wurde ja schon angedeutet, Nein zum Polizeistaat stellt sich ja auch noch vor mit der Gesetzesänderung zum irgendwie, wie heißt das, Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte? Genau, der Paragraph wurde ja Anfang des Jahres massiv verschärft und daraus ist Nein zum Polizeistaat entstanden. Dann war im Juli G20, wo auch Leute von FICO anwesend waren, da haben wir darüber berichtet. Wir haben Artikel geschrieben mit sozusagen einer Auflistung aller Quellen, die es zu Übergriffen der Polizei gab, also ne, mit YouTube-Videos, mit ne, alles haben wir so zusammengetragen. Wir haben ein Interview gemacht mit Thomas Wippeseil, das ist der Chef der kritischen PolizistInnen, der sozusagen die Polizeistrategie mal für uns analysiert hat, dass man so kritisch beäugt hat aus einer Sicht von einem Fachmann. Ist auch, also kann ich nur empfehlen, ist total spannend. Genau, und ganz aktuell, das hat David auch schon angedeutet, die Demo zur Ermordung von Uri Jalloh in Dessau, da waren auch FICO-Menschen anwesend und haben mit unserem neuen Insta-Account unter anderem das dokumentiert. Genau, also das war ein Thema, dazu kommt ja gleich auch noch mehr. Dann ist die Redaktion gewachsen, Anfang des Jahres sind, ich glaube, so 6, 7 neue Menschen dazugekommen, wodurch sich halt auch nochmal so das Themenspektrum so ein bisschen verändert und vertieft hat. So, also das linke ist ein Artikelbild von Michelle, die zum Klimacamp geschrieben hat, bei Ende Gelände aktiv ist. Das ist nochmal so dazugekommen. Das war vorher bei FICO nicht so am Start. Und rechts ist ein Artikelbild von Sarah, die hat einen Artikel zum Thema Alltagsrassismus geschrieben. Und wurde dann auch in eine Sendung eingeladen. Also, ne, so, das haben Leute, die Fernsehen machen, sozusagen gelesen und haben Sarah dann eingeladen. Also halt auch so ziemlich cool, da hat es total gut funktioniert, dass irgendwie wir ein Thema ansprechen und das sozusagen andere Medien aufgreifen und irgendwie einen Mainstream mehr zur Verfügung stellen. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir es uns eigentlich wünschen, so soll es eigentlich laufen. Genau. Dann haben wir noch durch die neuen Leute einfach viele, viele Artikel geschrieben, auch zum NSU-Tribunal. Wir hatten Artikel zum Thema, also so Hustensaft-Rap, also auch nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch, oder gehört ja auch oft zusammen, ihr wisst, was ich meine. Ja, Text zum Thema Depression, also viele verschiedene Themen sind aufgekommen, sag ich mal. Ja, das Wachstum hatte dann auch zur Folge, dass viele verschiedene Menschen kennengelernt haben und es zu unschönen Szenen kam. Anonymisiertes Redaktionsmitglied nach dem ersten Kennenlerntreffen in Berlin gekatert. Ja. Genau. Ein zweites Thema, was auch sehr noch mehr im Fokus stand, war das Thema so Alltagssexismus, die MeToo-Debatte und wir haben eine Reihe zu sexualisierter Gewalt gestartet. Das war sogar noch vor der MeToo-Debatte thematisch, haben Mitglieder der Redaktion ihre Erfahrungen mit sexualisierten Übergriffen in Artikeln verarbeitet und dann haben wir halt unser Publikum aufgerufen, auch Geschichten einzuschicken und so, die wir dann veröffentlichen, wenn die das möchten. So. Und das, da war halt der Plan, so ein bisschen wie auch bei MeToo, davor sogar noch zu sagen, so, wir wollen da mal drüber reden, wir wollen das mal zeigen, wie sieht es eigentlich wirklich aus, wenn jemandem ein Übergriff passiert, warum ist es eigentlich so, dass da so entweder gar nicht oder sehr schlecht, sagen wir mal, drüber geredet wird. Und genau, das Artikelbild ist von Becky, die einen Artikel dazu geschrieben hat, wo es dann halt auch im Nachgang in Mainz so
also so ordentlich was passiert ist sozusagen und der Täter auch ordentlich Gegenwind gekriegt hat, wo es auch total gut funktioniert hat, dass Leute sich halt solidarisiert haben, weil wir halt auch sozusagen mit Nachdruck irgendwie da versucht haben, Becky weiter zu unterstützen. So. Und das, genau, das haben wir auch noch gemacht. Dann zur MeToo-Debatte haben wir auch viele Posts gemacht und aktuell, weil dieses Thema viel bei FIKO stattgefunden hat und wir gemerkt haben, dass die Debatten auch darüber teilweise nicht grausam sind und die Leute wirklich einfach, ne, so, die brauchen einfach auch ein paar Infos noch so, haben wir jetzt eine Reihe gestartet. also so zu den Themenbereichen Victim Blaming, Vergewaltigungsmythen, haben wir gerade aktuell eine Reihe gestartet, wo ich Artikel darüber schreibe, was aus wissenschaftlicher, also weil es dazu total viel Forschung gibt, schreibe ich jetzt so eine Artikelreihe, wo ich wissenschaftliche Fakten in Behauptungen sozusagen gegenüberstelle. Also sowas wie, das eigentliche Problem sind Falschbeschuldigungen, darüber werde ich einen Artikel schreiben, wo ich dann schreibe, nein, das stimmt nicht, weil statistisch gesehen ist es so und so. Genau, nochmal zu dem Punkt, dass wir auch versuchen, so die Expertise, die wir haben, irgendwie dann so in Sprache zu übersetzen, dass einerseits Leute, die politisch aktiv sind und irgendwie denken so, ah, ich brauche mal hier irgendwie die Fakten jetzt, denen geben wir damit Sachen an die Hand und anderen Leuten, die irgendwie eigentlich einigermaßen cool drauf sind, aber es noch nicht ganz gehackt haben, so meine letzten Schubser, so nie, nie lieber cool sein, nicht so viel Kacke reden. Ja. Ja, da FIKO strukturiert sich. Wir hatten Anfang Oktober 2017 eine FIKO-Klausur in Kottenweiler. Links einige der Anwesenden auf einem Foto. Da gibt es auch noch ein kleines Detail, das können wir suchen. Das sieht man so. Genau. Da hat sozusagen der Dilettantismus wurde ja gerade schon herausgestellt. Das haben wir dieses Jahr sind wir das proaktiv angegangen. Und haben mit Hilfe eines Moderationskoffers, einige Materialien des Moderationskoffers kann man rechts in Aktion sehen, da haben wir, das war wirklich gut. Also ich war wirklich Moderationskoffer. Wie schlecht. Also wir haben dann angefangen, uns zu strukturieren und halt Arbeitsgruppen zu gründen, ne? Weil es gibt ja Online-Journalismus, also wir haben eine Gruppe, die redaktionell arbeitet, aber wir haben auch sowas wie dieses Event zum Beispiel und da haben wir jetzt einfach mal angefangen, so ein bisschen zu sortieren. Was gibt es eigentlich für Aufgabenbereiche? Sowas wie eine Demo organisieren ist halt was anderes als redaktionelles Arbeiten und genauso in dem Sinne haben wir jetzt Arbeitsgruppen gegründet, haben jetzt ein Finanzteam und wie soll ich eigentlich auf dem Weg dazu machen? Alles. Alles. Das ist top. Genau, das war so die, wir streben also an, irgendwie ein bisschen strukturierter und professioneller zu arbeiten. Und dafür, das wurde auch schon erwähnt, brauchen wir nämlich Geld. Das größte Bild ist Geld. Wie gesagt, die Fördermitgliedsanträge liegen da vorne. Das war auch eine Kampagne, die wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Also es gab schon eine Spendenkampagne, die glaube ich 2016 gestartet ist. Und dieses Jahr werben wir halt für Fördermitglieder. Und die Idee ist halt sowas wie, ein Fünfer im Monat, gerne auch mehr sozusagen an FIKO zu zahlen, dass die einen Cashflow entwickeln, auf den wir uns verlassen können. Genau, das war so die Idee dahinter, das ist jetzt auch schon angelaufen. Dazu machen wir auch, schreiben wir auch Projektanträge und strecken irgendwie unsere Fühler aus, da so ein bisschen an Geld zu kommen. Ja, damit bin ich eigentlich schon fertig.